Also der Ausgangspunkt für unsere Konzeption war wirklich die Idee, was ist, wenn dieser Selbstmord, dieser Doppel-Selbstmord am Ende des ersten Aktes von Tristan und Isolde wirklich gelingt. Also sie sterben tatsächlich und da sie ja eine Ärztin ist, also sie weiß wahrscheinlich, wie das wirklich geht. Und die Idee war dahinter wirklich, also diese Zeitspanne, diese Entscheidung nochmal von vielen Seiten zu betrachten, also eine Art Rashomon-Effekt nach dem japanischen Schriftsteller Akutagawa. Also das heißt, ein Tat, ein Geschehen wird immer wieder von einem anderen Blickwinkel betrachtet. Wir haben das Gefühl, dass hier viel eher eine Todesthematik die Hauptrolle spielt als eben diese Liebesgeschichte. Hier geht es ja um zwei Menschen, die gemeinsam sterben wollen. Es ist wirklich sehr, sehr tragisch und sehr außergewöhnlich. Und wir haben empfunden, dass das eben der wichtigste Punkt in der Story sei und dass wir eben diesen wichtigen Punkt, diese Handlung von mehreren Seiten betrachten wollen und analysieren wollen und ja, eben uns fragen, was führt zu so einer extremen Tat? Wie kommt es dazu? Unser Ausgangspunkt war, dass wir denken, die Protagonisten werden immer wieder auf den Anfang zurückgeworfen. Also immer wieder diese Zeitsprünge, immer wieder, sie müssen es noch einmal erleben und sie können da nicht raus. Und dieser Raum, also dieser Ort, den wir dafür erfunden haben, das ist so ein labyrinthhaftes Haus. Also das Haus steht ja für den Menschen selbst, also für die Gedanken selbst, also die verschiedene Bewusstseinsebenen, kann man sagen, also verschiedene Räume im Bewusstsein, die man eventuell gar nicht öffnen will, aber dann doch öffnen muss.